اتكلم معاه؟ والله ما قل لي اسعد. اسعد كاميرا جاي تشوفني. Ein Hochhaus inmitten des Ruhrgebiets. Mit Geschelle ist der ambulante Bäcker vorgefahren. Er steht mit seinem Wagen auf dem Parkplatz vor dem neunstöckigen Bau. Der Parkplatz verwandelt sich in eine Bühne. Auftritte, Gerenne, Grüppchen und Austausch. Hausmeister Norbert, der sich im Treppenhaus an der Abdeckung einer kaputten Lampe abrackert, unterbricht seine Arbeit und flitzt zum Bäcker. Das ist der beste Bäcker hier. Ja, ne? Das ist der beste Bäcker in ganz Deutschland. Jetzt ehrlich. Norbert. Ja. Gefühl, Lolle? Wie hast du? Ja. Oh, extra für mich gelassen. Ja. Siehst du, du bist ein guter Mann. Dankeschön. Ja. Du auch guter Mann. Ja? Woran siehst du das, ob einer gut ist? Gesicht. Sieht man ein Gesicht? Während sich immer mehr Leute in Richtung Bäcker bewegen, bringt im Parterre der ehemalige Gerüstbauer Harry auf der Brüstung des Laubengangs eine Bierflasche in Stellung. Um ihn herum spaßende Nachbarn. Zur Selbstbelebung grölt Harry in Richtung dritten Stock. Was gibt's denn da oben zu gucken? Dann äußert er sich über sein Verhältnis zu den neueren Bewohnern, deren Kinder ihn oft Opa nennen. Ich sag ja, ich hab hiermit kein Problem. Warum soll ich Probleme haben? Das wüsste ich nie, warum. Grüßen mich und ich, nee, zum Beispiel die Kinder, hallo Harry, hallo Harry. Und die anderen rufen dann Opa Harry. Und das ist mir auch egal, was sie sagen. Vom Bäcker aus steuert Norbert auf eine Versammlung zu, die sich am Hauseingang gebildet hat. Ein Iraker lenkt die Aufmerksamkeit auf die Fotos seines Smartphones. Er möchte Bilder seiner zurückgelassenen Familie zeigen, landet dann jedoch auf den Fotos einer Schafherde inmitten einer irakischen Landschaft. Ja, ja. Was ist das, Schafe? Ja, das ist eine Familie. Das ist nicht deine Familie. Ja, ja. Deine Familie essen. Ja, essen. Essen. Nun meldet sich Heinz aus der fünften Etage. Über die Brüstung des Laubengangs gelehnt, geht ihm das ganze Tamtam vor dem Haus auf die Nerven. Ich verlerne Deutsch hier. Ich will sagen, ich verlerne hier Deutsch und kann demnächst noch Arabisch. Adagella. Hula, hula, adagella. Neun Stockwerke, neues Deutschland. Ein Hochhaus in Gladbeck. Ein Feature von Reinhard Schneider. Ich habe dieses Haus schon einmal vor 7 Jahren besucht und seine Bewohner porträtiert. Die klarste Erinnerung habe ich noch an die Hausbewohner Marek und Bernie. Marek, der aus Polen kam, arbeitete als LKW-Fahrer und all seine Hoffnungen konzentrierten sich darauf, seine von ihm geschiedene Frau zurückzugewinnen. Bernie hatte im Haus den Beinamen Bankräuber, da er zum Einstand seiner Karriere an einem Tag 2 Banken ausraubte. Beide waren im Haus außerordentlich beliebt, Marek wegen seiner warmherzigen Art und Bernie, soweit er nicht einmal wieder im Gefängnis saß, wegen seiner überbordenden Partys. Aber das ist jetzt vorbei und das Haus ist ein anderes geworden. Marek und Bernie starben kurz hintereinander an Herzversagen. Marek alleine in seiner Wohnung, während es Bernie noch in die Notaufnahme eines Krankenhauses schaffte. Nach 2 Tagen hatte er es jedoch satt, riss die Infusionsnadel aus sich heraus, befreite sich von den Überwachungsgeräten, fuhr noch einmal zurück ins Haus und starb. Was sich in dem Haus seitdem verändert hat, ist die Mischung der Bewohner. Waren es vor 7 Jahren noch vorwiegend Deutsche, viele von ihnen auf Hartz IV, so sind inzwischen osteuropäische Zuwanderer und Kriegsflüchtlinge hinzugekommen. Ein Nebeneinander unterschiedlicher Sprachen, Riten und Kulturen, von dem noch offen ist, ob und wie es sich selbst reguliert. Eine Art ungesteuertes Experiment, wie es sich in vielen Orten der Republik abspielt. Kommt jetzt die ganze Familie hier? Khalas! Ja, alle? Wir, hat der Khalas? Nur Theater. Die ganze Welt hat Theater, auch vom Allerfeinsten. Nein. Ich sage Bescheid, okay? Komm, Dolmetscher. Wir werden einfach mit irgendwelchen Leuten zusammengeknallt
Ist egal, was für eine Religion die haben, woher die kommen, ob das Albaner sind oder Kroaten oder Kroatien oder was das alles ist, was wir hier haben. Da fragen die gar nicht nach. Ob die sich bekämpft haben oder ob die sich irgendwann mal wieder eine Wolle kriegen oder was hier abläuft. Denken die gar nicht an sowas. Ich verstehe das einfach nicht. Ey. Franka kam vor einem Jahr aus Bulgarien. In Nachbarschaft zu ihren drei erwachsenen Töchtern wohnt sie in der vierten Etage. Ich fühle mich wohl in meiner Wohnung. Jedoch gibt es sehr viel Lärm durch die Kinder und meine Einzimmerwohnung ist ein bisschen eng. Die Rumänen, die hierher gekommen sind, haben Clans aufgebaut und schreien rum. Sie machen alles schmutzig, die Treppenhäuser und Gehwege, lassen alles liegen. Wo ich hierher kam, da waren hier noch nicht so viele Ausländer, da war das hier vielleicht Prozentzahl, vielleicht 15-20% Ausländer. Chris, der seit einem Jahr mit seiner Freundin in dem Haus wohnt. Ich meine, ich habe da so keine Probleme mit, aber irgendwann wird auch zu viel, würde ich sagen. Ne? Weil den ganzen Tag ist hier Gejodel draußen, die haben ja einen ganz anderen Musikgeschmack wie wir. Und das hört man den ganzen Tag hier draußen. Die sind draußen auf dem Parkplatz, stehen sie mit 20 Mann und sind am Grillen. Ich meine, Mann, wir waren früher auch so. Mir ist das egal, ich mache da auch keinen Terz drüber. Aber die anderen, die Älteren hier, die regen sich natürlich darüber auf. Ne? Der Iraker Hassan, der seit 9 Monaten in Deutschland lebt. Meine Nachbarn sind alle sehr gut. Niemand hat mir etwas Böses angetan. Da gibt es einen Bulgaren, daneben mir einen Franzosen, einen Rumänen. Also alles sehr gemischt. Aber wir leben hier alle sehr brüderlich zusammen. In Europa ist das ja auch so. Niemand hasst jemand anderen. Norbert, seit 17 Jahren Hausmeister des neunstöckigen Baus. Im Moment wohnen da über 350 Leute. Davon ist das gemischt zwischen, sag ich jetzt mal, 30% Deutsche und das restliche eben dann ausländische Leute. Als ich zuletzt vor 7 Jahren hier war, wohnte Hausmeister Norbert noch in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hochhaus. An seiner Wohnungstür Gebimmel Tag und Nacht und ging es nur um einen verlegten Schlüssel oder um jemanden, der in einem trunkenen Ausnahmezustand seine eigene Toilette nicht mehr fand. Jetzt wohnt er am anderen Ende der Stadt und fährt täglich zu seinem Arbeitsplatz. Eine hurtige Tour durch Gladbeck. Ich begleite den Hausmeister Norbert auf seinem Weg zur Arbeit. Auf der Fahrt quer durch die Stadt, Geschichten zum Haus. Stehen Ihnen jetzt schon irgendwelche Aufgaben an? Weißt du, was auf dich zukommt jetzt? Ja. Ich muss heute erstmal sauber machen, alles da wieder. Und dann müssen wir Heizkörper einbauen, Türen einbauen, eine Tür einbauen. Wie in was, in einer leeren Wohnung oder was? Nee, eine belebte Wohnung. Einer, da wohnen Leute schon drin, da. Ich weiß nicht, ob das, aus Kasachstan sind die, glaube ich. Die sind da eingezogen, haben die Wohnung gekauft und die steht in Rohbau, da wohnen die drin. Also ohne Badezimmer, ohne alles. Ja. Und für wen machst du heute die Tür? Für wen macht er die rein? Da, für einen, so einen türkischen Mann. Ja, was ist denn mit der alten Tür passiert, oder ist? Das hat die Polizei mit dem Rambob auch aufgekloppt. Weil die vermutet haben, dass der mit Drogen gehandelt hat. Aber die haben da keine Drogen gefunden. Ja, und wieso, mit dem Rambock war er nicht da gewesen? Doch, oder? Der war da drin, der hat da geschlafen. Wie, und ist nicht aufgewacht und nicht an die Tür gegangen? Nee. Die sind da, glaube ich, war das Nummer GSG 9 oder irgendwie sowas? Damit mit Dings, mit so Helmen sind die da reingestürmt und haben die Tür aufgeschlagen. Ja, und dann ist die Tür kaputt gegangen, haben wir die provisorisch wieder repariert. Und wer will jetzt aber eine andere Tür haben, der kriegt jetzt eine neue Tür da eingebaut. Temperatur 16 Grad, Wechsel von Sonne, Wolken und Wind. Einwohnerzahl der Stadt 75.500. Ausländeranteil knapp 13%. Entfernung nach Sofia oder Bukarest jeweils 2000 Kilometer. Nach Istanbul 2500 Kilometer. 4000 Kilometer bis Aleppo und knapp 5000 Kilometer bis Bagdad. Die Uhr hinterm Lenkrad zeigt auf kurz vor 9. Aber jetzt sieht man hier, wenn man mal jetzt guckt auf die Kennzeichen, viele rumänische, bulgarische, also aus sämtlichen Ländern die Kennzeichen auf den Straßen rumfahren hier. Was vorher eigentlich gar nicht so war. Sind denn jetzt eigentlich, ist jetzt ein Syrer da eingezogen, wo du sagtest, oder doch nicht? Da wollte einer einziehen,
also ein Syrer wollte die Wohnung anmieten. Und dann hat er jemand anderer dahin geschickt. Dann hat er denen eine Kopie von einem Ausweis gezeigt, wo irgendwas manipuliert war und daran ist. Und da war ein belgischer Ausweis gewesen mit irgendeinem anderen, weiß ich nicht, haben sie irgendwas wegradiert und haben sie was anderes draufgeschrieben. Und da hat der Kollege, dieser Vermieter gesagt, nee, meinte, von mir kriegst du keine Wohnung, sagt er der, ne? Da habe ich keinen Bock drauf. Sagt er, wieso denn nicht, ne? Er sagt, ja, erstmal bist du das nicht persönlich, das ist jemand anderes gewesen. Und dann mit einem gefälschten Ausweis, so was brauchen wir hier nicht, hat er gesagt. Und hat den wieder weggeschickt. Ob das jetzt hier so ein Bombenleger gewesen ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, weiß man ja alle nicht. Kurz vor dem Ziel fahren wir an einer neuen Siedlung vorbei. Propere Reihenhäuser auf einem ehemaligen Zechengelände. Blumenbeete, getrimmter Rasen, gestutzte Hecken, gepflegte Autos vor den Garagen. Dann plötzlich vor uns in aufreizender Wucht das L-förmig angelegte Hochhaus aus den 70er Jahren. Wir stellen das Auto in der Tiefgarage des Hauses ab und begeben uns nach oben auf den Parkplatz vors Haus. Moin. Moin. Wie war das mit deinem Telefon? Kaputt oder was? Ach. Guten Morgen, Herr Ruschke. Guten Tag. Ja, bringst du wieder dein leeres Gut weg? Ja. Ja? Difficil, Leute. Das ist difficil. Hier, Montag war richtig was los. Ja. Nein, nicht Montag, Dienstag. Aber hier Action war. Ja, so viele Leute und jeder wollte was. Auf dem Parkplatz gerät Norbert sogleich in einen Strudel von Bewohneranfragen. Ja, jetzt kommt ein Motor raus. Die haben jetzt wollen einen Termin ausmachen, die rufen mich an. Erbaut wurde das Haus 1972 für Leute, die sich den Traum von einer kleinen Eigentumswohnung erfüllen wollten. Oder im Wohnungseigentum eine Wertanlage sein. Was an dem neunstöckigen Bau auffällt, sind die sich bandartig über die Fassade erstreckenden Laubengänge, von denen aus die 120 Wohnungen erreichbar sind. Zum Parkplatz hin ähneln diese offenen Gänge Logenplätzen, die manche Mieter mit Stühlen oder Bänken bestückt haben. Durch die rechtwinklige Anordnung der beiden Wohnblöcke sieht von den Mietern fast jeder jeden, der seine Wohnung verlässt, zurückkommt oder sich auf den Gängen aufhält. Unterstützung erhält Norbert von Tobi, der den sonstigen Hilfshausmeister vertritt. Problem? Welches Problem? Wir haben so viele Sprachen hier, ne? Hallo. Bulgarisch, Rumänisch, Italienisch, hallo. Türkisch, Russisch, moin. Spanisch, haben eine Spanierin haben wir jetzt auch was schon hier. Für eine Problem? Spanisch, Geld? Arabische, so und so, hier die ganzen Iraker. Schreiben? Und dann haben wir Jugoslawen. Was schreiben? Ich sage alle Sprachen, alles durch. Keine Chance. Schon schwierig, ja. Während Tobi nicht weiter weiß, trabt auf Norbert der Rumäne Elvis zu. Er gehört zur wachsenden Zahl von Zuwanderern aus den osteuropäischen Mitgliedstaaten der EU. In seiner Hand flattert der Brief seines Stromanbieters. Seit Tagen sitzt er mit seiner Familie stromlos in der Wohnung. Dieses Problem, jo, zahlen Radio, jo, verstehen Strom. Strom. Ach so, hast du verstanden? Der hat Radio bezahlt, weil er gedacht hat, da wäre Strom. Ja. Verstehst du? Weil er nicht wahrscheinlich nicht lesen konnte. Hat er gerade Rechnung bezahlt, verstehst du? Und hat gesagt, den Strom brauchen wir nicht bezahlen. Problem, 5 Kinder, ja. Keine Strom, ja. Keine Essen, keine... Ja, ich verstehe. Eine Baby. Elvis versucht Norbert zu erweichen, ihm den im Keller abgeklemmten Strom wieder anzuschließen. Er scheint nicht zu verstehen, dass sich der Hausmeister mit dem Stromlieferanten damit ziemlichen Ärger einhandeln würde. Wenig später lande ich in der stromlosen Wohnung von Elvis und leiste mir beim Vorstellen seiner Kinder eine kleine Ungeschicklichkeit. Können Sie sich mal vorstellen, geht das? Können Sie mal sagen, wie heißt du? Wie ist dein Name? Francesca. Carmen. Carmen? Ja. Okay, und du? Janis. Janis? Ja. Elena. Sophia. Sophia? Ja. Ach so, ich denke, das ist ein Junge. Ich bin glücklich, weil es meiner Familie gut geht. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben zu essen und unsere Kinder können zur Schule gehen. Außerdem habe ich eine 11-jährige Tochter, die Probleme mit dem Bein hat. Die Ärzte haben gesagt, dass man hier in Deutschland etwas machen kann. Wie sah seine Situation denn in Rumänien aus? Wo kommt er her und wie war die Situation? Ein junger Nachbar übersetzt mein Gespräch mit Elvis, der für uns statt Rumänisch extra Italienisch spricht.
Der Nachbar mit deutsch-italienischen Wurzeln möchte namentlich nicht genannt werden, da das Wohnen im Haus nach seinem Empfinden den Ruf lädiert. Von Elvis erfahre ich, dass er aus Craiova kommt und in Rumänien nur vereinzelt niedrig bezahlte Jobs fand, wobei er am Ende oft noch um den Lohn betrogen wurde. Seine Familie konnte er damit nicht durchbringen. Ohne Berufsausbildung, aber mit einem rumänischen LKW-Führerschein, hofft Elvis nun, in Deutschland Arbeit zu finden. Wie das gehen soll, ist mir schleierhaft, da er kaum Deutsch spricht. Und daran wird sich absehbar auch in den nächsten Monaten wenig ändern. Er hat ja mehrere Führerscheine, habe ich auch bei ihm gesehen. Er hatte natürlich das Problem, dass die Familie nett werden muss und er muss sein Geld hinterher. Es ist eine Musik, die eine gute Laune macht, eine gute Stimmung. Ja, ja, gute Stimmung. Gute Stimmung, ja. 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 Und das ist das erste Mal schon seit 4 Jahren, ich höre Musik. 2 Stockwerke unter Elvis wohnt der 24-jährige Syrer Adi aus Damaskus. Warum nicht? Hattest du keine Möglichkeit? Ja, unmöglich. Die Musik, die er gerade hört, unmöglich. Hätte ihm vor einem Jahr noch das Leben kosten zum können. Zum Beispiel in meinem Auto, ja, wenn ich Musik höre, dann, und zum Beispiel Al-Qaida hören dann, ja, das kann keine Bombenattacke in mein Auto machen. In Syrien geriet Adi zwischen mehrere Fronten. Er hatte sich der nicht-islamistischen Opposition angeschlossen. Am 1. Mai 2011 wurde vom Regime mein Stadtviertel gestürmt und ich wurde von zu Hause weg verhaftet. Sie hatten eine Liste mit Leuten, die beschuldigt wurden. Als ich einem Offizier sagte, dass mein Name doch gar nicht auf der Liste stehe, hat er mich nur angeguckt und meinte, dann könnt ihr doch aufschreiben, dass er Waffen hatte und gegen das Regime gekämpft hat. Ich entgegnete, das stimmt doch gar nicht, ich habe nur demonstriert. Ich dachte, ich muss etwas sagen, was harmloser ist als Waffenbesitz. Sie haben mich dann aber zusammengeschlagen und in einen Bus geschleift. Anschließend haben sie uns in die 4. Abteilung gebracht. Und nach 2 Tagen ging es dann weiter zum Geheimdienst der Luftwaffe. Dort ging es ziemlich lange hin und her und ich habe mir einen Plan ausgeheckt, wie ich da wieder rauskomme. Fast Wand an Wand zu Adi wohnt seit einem knappen Jahr Chris. Auch er hat eine Fluchtgeschichte zu erzählen, wenn auch von ganz anderer Art. Chris hatte versucht, den Weg zu Geld und Wohlstand abzukürzen, was im Gefängnis endete. Aufgewachsen in der Nähe von Holland, fing alles damit an, dass er als 12-Jähriger regelmäßig die deutsch-holländische Grenze passierte, um in einem Kanal Fische zu angeln. Dabei wurde er von einem Dealer entdeckt, der gegen Geld seine Angeltasche für Drogentransporte präparierte. Mit 16 nahm Chris dann das Geschäft selbst in die Hand. Sein wichtigstes Werkzeug, ein getuntes Auto, mit dem er bis zu seiner Verhaftung 10 Jahre lang ohne Führerschein über die Grenze brauste. Na, ich bin in Holland rein, mit Nummernschilder ganz normal, habe meine Geschäfte da erledigt, bin zurück zur Grenze gefahren, habe meine Nummernschilder abgeschraubt, habe die hinten reingeschmissen und habe Kette über der Grenze. Die konnten mich nicht anhalten, weil mein Auto... Ich will nichts sagen, aber ich glaube, ich kann Auto fahren. Die haben mich nie angehalten. Nicht einmal konnten die mich anhalten. Die sind zwar mit VW-Busse, mit Motorrädern, ich hatte alles schon hinter mir, ne? Aber irgendwie, also die geben ja auch, wenn du irgendwann mal 200 auf Landstraße fährst, dann hören die auf. Und ich glaube, da dürfen die auch gar nicht. Ich glaube nicht, dass die dich so jagen dürfen, ne? Wegen Gefährdung, wegen andere Leute, ne? Da wurde immer schlimmer und immer schlimmer und immer mehr auch. Man hatte nachher so eine Geldbündel in der Tasche, da hat man gedacht, was wollen die von mir da an der Grenze, ne? Ich habe sowieso mehr Geld in der Tasche, wie du jemals verdienen wirst, du Idiot, ne? Ja, so habe ich nachher wirklich gedacht, ne? Ich glaube, das Größte, was ich in der Tasche habe, waren 580. Das war das Größte, was ich in der Tasche hatte. Boah, da war ein Bündel, ey. Da war ich kurz davor, mich wirklich im Dings zu setzen. Ne? Was, 580.000. Auf dem Meer waren wir viele junge Leute. Als wir Griechenland erreichten, sagten alle, Deutschland. Das stand für Menschenrechte und Gleichberechtigung. Das hieß Arbeit, ein gutes Miteinander und Prinzipien. Für Adi bedeutet das Haus in der Steinstraße eine vorläufige Rettung.
Für Chris war nach 8 Jahren Knast der Einzug eher ein Kompromiss, dem er allerdings inzwischen einiges abzugewinnen vermag. Als ich den Kasten gesehen habe, ja, da wusste ich eigentlich gleich Bescheid, was hier los ist. Aber mir blieb ja keine andere Möglichkeit. Wo hätte ich hin sollen? Hätte ich im Obdachlosenheim sollen oder so? Ne? Mit meiner Karriere vorher braucht man ja nicht überall einen Mietvertrag unterschreiben. Die wollen halt ja nicht alle so gerne. Ne? Ja, und so ging das dann immer weiter. Ja, dann hat man den kennengelernt, den kennengelernt, den kennengelernt. Da war man eigentlich schnell drin hier, weil die alle am Trinken sind, am Machen sind. Dann kommt man schnell rein, ne? Alleine schon, wenn man draußen steht, ne? Dann kommt der Nachbar, labert mal kurz, dann raucht man eine Zigarette. Dann kommt der hat ein Bier in der Hand, da trinkt man einen mit. Und irgendwie wie das hier immer weiter so, ne? Ja, das ist ein Kreislauf hier. Das sind die Morgen. 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 Nee. So viele Briefe wieder heute? Läubering. Der ist nicht mehr hier. Der ist wohl im Knast oder Drogenbehandlung. Gegen 11 kommt die Briefträgerin. Also die deutschen Namen kann ich noch alles noch finden. Alles, was ausländisch ist, ist dann wieder schwierig. Vor den 120 Briefkästen im Flur des Hauseingangs bildet sich eine Versammlung. Hausmeister Norbert, sein Helfer Tobi und zufällig vorbeikommende Bewohner engagieren sich. Bei den für Deutsche fremdklingenden Namen und Briefkästen mit mehreren Schildern, die oft wechseln, ist das Verteilen der Post eine knifflige Aufgabe. Dass das immer länger dauert, zeigt Norbert, dass er nach und nach den Überblick verliert. Früher war das so einfach gewesen, da konnte man sagen, links, rechts, oben Briefkasten, unten Briefkasten, der und der Name. Mittlerweile sind die Namen so lang, dass man das teilweise gar nicht mehr weiß, wo die Leute wohnen und wer das ist. Ich besuche wieder Adi aus Syrien. Dieses Mal ist seine Freundin Venja aus Düsseldorf bei ihm. Venja engagiert sich in der Jungen Union, der CDU und in der Flüchtlingshilfe. Kennengelernt haben sich beide in einem jordanischen Camp. Zunächst wohl nur eine Tändelei, die nach Adis Flucht eine Wandlung erfuhr. Für mich wiederholen beide nochmal eine Szene, die sie vor ein paar Tagen erlebten. Eine kleine Deutschlektion am Beispiel einer Abschlagszahlung, die Adi nicht versteht. Hey Schatzi, kannst du mir helfen? Der Bremer Firma hat gesagt, dass die schicken zu mir 9 Euro zu mein Konto. Und sie haben 9 Euro genommen. Schatzi, das ist hier die Rechnung, diese Jahresabrechnung. Und zwar in Deutschland ist das so, dass wenn du Strom bezahlst, bezahlst du jeden Monat einen bestimmten Betrag. Hier sind diese 49 Euro. Venja war zunächst eine Liebesgeschichte über das Internet, bevor ich nach Deutschland kam. 2012 hatte ich sie in Jordanien kennengelernt. Ich bin immer über Jordanien nach Ägypten gefahren. Dort habe ich sie nur einmal getroffen und dann haben wir über E-Mail und Facebook kommuniziert. Von mir aus gab es zunächst keine gemeinsamen Pläne. Erst als ich in Deutschland ankam, habe ich wieder Kontakt zu ihr aufgenommen und erzählt, dass ich in ihrer Nähe in Dortmund sei. Und dann habe ich sie wieder gesehen. Ab dem Moment, in dem er mich in Dortmund angerufen hat, ich bin jetzt in Deutschland, habe ich quasi seine Flüchtlingspatenschaft übernommen. Und dann hatte ich halt ein bisschen bei der Wohnungssuche geholfen auch. Und Adi kam dann an und meinte so, oh Schatz, ich habe eine tolle Wohnung gefunden. Steinstraße 72. So, und ich dachte, okay, wir gucken uns das an. Dann standen wir vor diesem Haus und ich habe den Schock meines Lebens bekommen. Ich habe angefangen zu heulen. Adi und ich haben uns hier vorm Haus gestritten. Ich habe gesagt, das ist nicht dein Ernst. Das ist die größte Assi-Gegend. Das ist das größte Assi-Haus. Hier wohnen bestimmt ganz viele Nazis und Asoziale und... Also das geht gar nicht. Dann sind wir in diesen nach Pisse stinkenden Fahrstuhl gestiegen. Da stand es mir dann auch echt schon bis Oberkante Unterlippe. Und dann sind wir aber in die Wohnung reingekommen und da hat sich mein Blatt total gedreht und ich dachte, boah, wie schön. Heinzens Welt. Seit den 70er Jahren zieht es Heinz immer wieder in das Hochhaus zurück. Einziehen, ausziehen, einziehen. Er ist 64, seine Haare sind schulterlang.
Seitdem wenige Monate zuvor seine Frau starb, ist er hager geworden. In seinem Wohnzimmer eine ausladende Sitzecke. Davor ein flacher Tisch mit Aschern, Tabak und Blättchen, wahlweise zum Drehen von Zigaretten oder Joints. Inmitten des Zimmers eine Parade von Gitarren in Spezialständern, die er nur noch selten bespielt. Seine Persönlichkeit, ein bisschen spirituell, ein bisschen intellektuell und ein bisschen Hippie und Philosoph. In seinen Grundeinstellungen ist er kaum zu greifen. Mit manchen Sprüchen könnte er rechtspopulistische Versammlungen verzücken. Mit anderen Sprüchen würde er aus der gleichen Versammlung achtkantig rausfliegen. Früher haben sie sich gegenseitig geholfen. Und heute ist er eben, weil so viele Ausländer hier sind. Wir Deutsche, wir versuchen uns zusammen zu helfen noch ein bisschen, aber es sind so wenige da. Es sind jetzt so Clans, die sind so groß hier, verstehst du das? Ich sag ja, wie ich dir gerade gesagt habe, wenn in eine Wohnung 15 Leute reingehen, dann kannst du dir vorstellen, wie groß der Clan hier ist. Ne? Du weißt ja gar nicht, wenn du hier Theater hast, mit wem du da alle was zu tun hast. Du kennst die Menschen nicht. Und die Menschen wollen dich auch gar nicht kennenlernen. Die wollen uns Deutsche gar nicht kennenlernen. Ich habe es doch versucht. Die gucken dich ja noch nicht mehr an. Wenn du guten Morgen sagst, drehen sich um und laufen einfach weiter. Die wollen mit dir nichts zu tun haben. Die wollen nur die Kohle unterleben, mehr nicht. Außer Menschen, die wirklich Hilfe suchen, und die gibt's auch, und die sagen, ich bin froh, dass ich hier bin, ich studiere jetzt, ich bleib hier, ich hab das. Ja, morgens stehe ich um 8 Uhr auf, mach die Wohnung sauber, und jetzt bin ich am Streichen, siehst du, ich hatte vorher keinen Bock gehabt, für mich allein, ich fahre am Friedhof hin, fahre nach der Stadt hin, treffe ein paar Kollegen, deutsche Kollegen. Weil Ausländer, es kommen auch schon Ausländer dahin, die da sitzen, aber das sind die, und das ist auch wieder eine Sache, ne? Alkoholiker, die kommen nach der Stadt hin, wo die anderen Alkis, auch Deutsche, sitzen, ne? Saßen erst zusammen, und da konnte man schon sehen, dass sogar diese Leute nicht zusammensitzen können. Jetzt sitzen diese Polen, die am Saufen sind, auf der linken Seite, die Deutschen auf der rechten Seite, und die Türken sitzen ganz hinten. Na, was soll denn sowas? Was soll denn sowas? Ich würde mir wünschen, dass die Leute begreifen würden und mal so im Sommer so aus sich alle so rauskommen und würden mal so eine Feier machen, so hinstellen, weil ich finde, jede Art von Menschen, ob Zigeuner, Eritreer oder wo die alle herkommen, jeder hat irgendwie was zu geben, was mitzubringen, was man nicht kennt. Ne? Aber ich, und davor habe ich Angst, dass das nicht passiert, dass das nicht kommt, weil jeder geht nur seine eigene. Ich habe das jetzt wieder ganz stark heute gemerkt. Jeder, der sich hier was aufgebaut hat, ist egal, ob Türke oder wo, der versucht hat, so festzuhalten, überall Mauern drum, Mauern und Tore drum. Und ich habe, heute habe ich erst einmal gesehen, Türken mit Kampfhund. Ich habe gesagt, das gibt es gar nicht. Ich meine, die haben Angst vor Hunden. Auf einmal kommen mir da zwei Kampfhunde entgegen. Also, ich muss sagen, also entweder nehmen die Türken der Deutsche an oder die Deutschen nehmen der Türken an. Also, ich weiß ja noch nicht genau, wo wir da sind, aber so eine Ecke, er ist traurig. Aber ist ein bisschen spät, okay. Sagst du? Oh ja, ein bisschen spät. 0209. Für Chris, den ehemaligen Drogenhändler, sind Mauern und Schieflagen kein Problem. Schule des Knasts. Mach dir Freunde und du überlebst. Ach, warst du auch schon? Auf dem Laubengang telefoniert er für einen Rumänen, der sich Sorgen um seinen Sohn macht, der mit der Schule auf Klassenfahrt ist. Ja, Kai ist mein Name. Bei seinen Kontakten folgt Chris einem Dreh, der schon härteste Fronten erweichen ließ. Krieg raus, was die Leute brauchen, und trete mit ihnen ins Geschäft. Und zwar geht das um den Elis, Leon. Ion. Ach, Ion. Ach, ja, und da wollten wir eigentlich nur wissen, ob der in Ordnung ist, ob alles gut ist da. Ja, zu den ganzen Ausländern hier und den Rumänen und so, da bin ich mehr oder weniger durch das Marihuana rangekommen, weil die wussten, dass ich da wohl ein bisschen mit zu tun habe und ab und zu was hole für mich zum Eigenbedarf. Ja, dann haben die ab und zu mal einen mitgeraucht, und dann hatten sie auch mal Probleme in der Familie oder sonstiges mit Schreiben, was sie nicht lesen konnten und so. Ja, das habe ich denen dann immer übersetzt oder... Ja, und so ist man immer näher zusammengewachsen, sagen wir mal, würde ich sagen, ne? Und dann sind wir mal zusammen schwimmen gefahren nach Oberhausen oder irgendwie so Sachen, ne? Ja, und jetzt würde ich sagen, sind das schon Kollegen geworden, ne? Und ja, die Kinder, die haben was mit den Fahrrädern. Ich bin Schlosser, die können da alle gar nichts so. Handwerklich begabt sind die gar nicht. Also wenn da irgendwas mit Metall oder das Auto ist kaputt oder so, mache ich alles selber. Dann, ne, mache ich dann immer alles. Und in welcher Sprache verständigst du dich? Englisch,
und Deutsch und Händen und Füße, ne? Manchmal lachen wir uns beide kaputt, ne? Weil wir hier 3 Minuten miteinander reden, ne? Und der eine hat den anderen nicht verstanden, ne? Mal sehen. Ich glaube, wir sind auf einmal 1000 Namensschilder dran. Da kommt ein Brief, der Briefträger mit Briefe an. Die kennen wir überhaupt gar nicht, die Leute. Die melden sich alle am Anfang ja alle an. Aber das geht gar nicht. Hausmeister Norbert ist mit Riesenschritten unterwegs. Er ist geladen. Kurz zuvor sah er, wie im Hauseingang ein ihm Unbekannter seinen Namen auf einen bereits beschrifteten Briefkasten klebte. Wir machen uns auf den Weg zur dazugehörigen Wohnung. Ein Versuch, den Überblick über die Bewohner zurückzugewinnen. Und es geht um Anmeldetricks gegenüber dem Sozialamt, was Norbert nicht unterstützen will. Beherrscht die Bali? Oder was steht da drauf? Bali. Hallo. Geöffnet wird uns die Tür von einer Frau um die 40. Norbert fragt zunächst, ob ich mit in die Wohnung dürfe. Dann stehen wir zusammen im Korridor. Norbert in blauer Latzhose, ich im Pullover und sie in einem engen Top mit weitem Ausschnitt und einer Hose, die mehr zeigt, als sie verhüllt. Mit der Schulter an die Korridorwand gelehnt, wirft sie sich in Pose, schürzt ihre Lippen und sortiert immer wieder ihre Beine neu. Norbert nimmt unbeeindruckt die Rolle des besorgten Vermittlers ein, der helfen will, Ärger mit dem Gladbecker Ordnungsamt zu vermeiden. Ob die bulgarische Bewohnerin wirklich versteht, was Norbert ihr zu erklären versucht, erscheint mir fraglich. So schwarze Haare, Mann, ne? Dieser Mann gesagt, ihm immer so ein Namensschild, was machst du Briefkasten? Er sagt, dieser Sohn, deine Sohn, ne? Meine Name, sag, bist du hier gemeldet? Du musst dich anmelden hier. Hinter den wechselnden Namensschildern an den Briefkästen steckt nach Norberts Einschätzung oft eine gewinnträchtige Taktik, womit die Bewohnerin vor uns vielleicht nichts zu tun hat, was aber im Haus als ausgemacht gilt. Bei vielen Bewohnern eine Quelle des Unmuts. Setze ich in Gesprächen den Trockenausbauer Mattes oder Heinz auf diese Schiene, so äußert sich Frust und Verbitterung. Das ist Betrug. Da machen die Ärger. Da kriegst du Ärger, verstehst du? Dann ich mir egal. Ich weiß zum Beispiel Fälle, die sind viermal angemeldet. Ne? Die sind mit 12 Leuten hier, zum Beispiel nehmen ja auch Kinder mit, denen gar nicht gehören. Ne? Ich weiß zum Beispiel, dass die Familie sind, die fremde Kinder mit haben. Ne? Und dafür Kindergeld und alles kriegen. Soll ich da viel erzählen? Ne? Verarschen uns, die verarschen uns wirklich, wie sie wollen. Die machen mit uns, was sie wollen. Ich bin selber selbstständig und kriege wirklich, manche Monate kriege ich wirklich mit ganz, ganz wenig Geld durchs Land. Aber bei denen ist das komischerweise, man sieht, die kaufen sich ein Auto nach dem anderen oder... Ich kann es mir nicht erklären, was es ist. Anwandlungen von Wut münden auch beim ansonsten hilfsbereiten Hausmeister Norbert zunehmend in Pauschalisierungen. Wie gesagt, bei den syrischen Leuten zum Beispiel, wenn man die reinnimmt, bis jetzt habe ich da noch nie Probleme gehabt. Die sind ruhig, die sind sauber. Man hört von und sieht die jetzt gar nicht so großartig. Bei den bulgarischen Leuten, das geht halt nur so gerade eben. Bei den rumänischen Leuten, sag ich immer lieber, wäre nicht so gut, wenn man die reinnehmen würde. Weil die benehmen sich wirklich da unter alle Sau. Die schmeißen ihren Müll aus dem Fenster, auf den Laubengänger hin und weiß ich nicht, die versauen da alles. Abgrenzungen auch anderswo. Ein in einem türkischen Unternehmen arbeitender Bulgare, der im Haus so gut wie unsichtbar ist. Er lebt mit seiner Familie streng muslimisch in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und möchte namentlich nicht genannt werden. Hier sind sehr viele seltsame Menschen. Wie soll ich sagen? Sie sind ganz anders. Mir haben sie nicht gefallen. Aber ich kümmere mich nicht um sie. Ich habe mit der Steinstraße nichts zu tun. Ich gehe zur Arbeit, komme zurück, schlafe, dann gehe ich wieder arbeiten. Das war's. Aber natürlich leben meine Freunde und Cousins hier. Auch mein Bruder ist hier. Ich habe also eine bulgarische Heimat hier in Deutschland. Ich habe nicht verstanden, was bedeutet diese Worte? Das Wort Aufenthaltsgestattung. Ja, was bedeutet? Du weißt nicht was, ne? Nein. Und ich habe nicht gefunden. Ein typisch deutsches Wort. Eine weitere Lektion für Adi zur Bedeutung eines deutschen Wortungetüms. Das heißt, sie erlauben dir, dass du in Deutschland bist. So nur Aufenthaltsgestattung. Du darfst in Deutschland sein. Ach so. Das ist das Wort. Kulturelle Unterschiede.
Grundsätzlich muss ich sagen, dass Alis Familie eine sehr westlich orientierte Familie ist. Und von daher sind diese Klischee-Unterschiede mit zieh dir ein längeres Kleid an oder wieso ziehst du kein Kopftuch auf oder sowas gibt's bei uns nicht. Ne? Also das ist mehr so, in Deutschland bin ich es gewohnt, dass meine Freunde zu mir nach Hause kommen, egal ob Männer oder Frauen. Da hatten wir mal kurz eine Diskussion darüber, dass meine männlichen Freunde zu mir alleine nicht mehr nach Hause kommen dürfen, wenn er nicht da ist. Da habe ich erst auch gedacht, was ist das für ein Macho-Scheiß. Es ist aber in der arabischen Welt halt so üblich, dass sich Frauen alleine zu Hause nicht mit anderen Männern treffen. Das ist respektlos dem Partner gegenüber. Und das ist da gang und gäbe. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass ich mich natürlich noch mit meinen männlichen Freunden treffen darf. Aber ich treffe mich dann mit denen in der Öffentlichkeit in einem Café. Oder wir treffen uns dann alle zusammen zu Hause, wenn Ali halt auch da ist. Das war so ein Punkt. Oder Essen. Er hat panische Angst davor, dass in irgendeinem Gericht Schweinefleisch ist. Und da dachte ich auch immer, das wäre ein muslimisches Problem mit dem Schweinefleisch. Das ist nicht der Fall. Das ist ein arabisches Problem mit dem Schweinefleisch. Egal ob Christen, Juden, Jesiden, Moslems, egal, es ist da niemand Schweinefleisch. Dann haben wir Diskussionen über fliegende Schweine, weil in einem Geflügel ja auch vielleicht Schwein drin sein könnte. Also das ist dann immer so eine kleine Diskussion, wenn wir irgendwo einkaufen gehen und dann wird mir immer unterstellt, ich würde von morgens bis abends nur Schweinefleisch essen. Ich habe mich in Heinzens Wohnung zurückgezogen. Durch das Fenster zum Balkon sehe ich in der Ferne eine begrünte Kohlenhalde. Auf dem Tisch geleerte Bierflaschen und im Ascher träge vor sich hin schmauchende Zigaretten. Heinz dreht einen Joint. In ein paar Minuten wird ihn wohlige Sanftmut umhüllen. Aber bevor das geschieht, redet er sich noch in Rage. Für mich wäre die ganze Welt, die müsste viel mehr, die Menschen müssten viel mehr aufgehen, auf sich zugehen, verstehst du? Mehr lachen und sagen, hallo, wo kommst du her, wer bist du, Mensch, wie geht es dir und so, verstehst du? Das wäre eine Voraussetzung. Ich kann dir nur eins sagen, ich war noch nie bei einem Ausländer in einer Wohnung, noch nie, so lange wie ich hier wohne, noch niemals. Nicht, weil ich hier nicht will, weil ich noch nie eingeladen worden bin. Im Grunde genommen waren man hier bei mir, waren aber bestimmt schon 50 Ausländer in einer Wohnung oder 100. Das ist der Unterschied. Warum? Ich weiß ja nicht, wollen sie mich nicht haben, aber kommen alle gerne nachher hin. Ich hatte immer gedacht, in Deutschland mit Arbeit, Musik, Zusammenleben, Zusammensein, verstehst du? So eine Multikulti-Gesellschaft, so wie in Frankreich in den 70er Jahren. Mann, das ging doch auch. Da war da auch eine Multikulti-Gesellschaft. England war doch auch in den 70er. Kanadier, alles war da, ne? Und wir haben es doch auch nicht gekloppt. Und so, warum heute alles so Mist? Also liegt es doch nur am Geld. Also 30% haben viel und 70% haben gar nichts. Hat sich viel geändert. Die Freiheiten sind weg, man merkt das. So diese innerlichen Freiheiten, weißt du, die du früher gehabt hast, dieses, jetzt will ich gehe und mache, dieses hast du heute alle gar nicht mehr. Ne? Ist vorbei. Die schmeißen einfach hier einfach alles hin. Wenige Tage später gerät Norberts Engagement für das Haus aus dem Gleichgewicht. Wir sind auf dem Weg zu zwei leeren Wohnungen. Im Lift zunächst ein kleiner Aufreger über ausgespuckte Schalen von Sonnenblumenkernen, die manchmal die Aufzugstür blockieren, wenn sie in die Führungsschiene geraten. Dann erreichen wir die leeren Wohnungen. Nach mehrmonatigem Mietrückstand sind sie nicht nur verlassen, sondern es wurde alles demontiert, was sich verwerten lässt. Hier stand die Tür vorhin offen. Haben den ganzen Müll hinterlassen, haben die ganzen Türgriffe abgebaut hier, Türen kaputtgeschlagen. Das auch noch nebenbei. Da auch, haben sie Türgriffe abgebaut. Da muss man noch mal ganz kurz den Hintergrund erzählen. Also da kam gerade einer hier, hat mir den Schlüssel in die Hand gedrückt, ein Rumäne, und sagte auch 113, 114 Leute weg, ne, und gib mir Schlüssel. Mit dem Schlüssel bin ich oben raufgegangen, eine Tür ist, die komplette Tür kaputt, da kannst du so reingehen, die stand offen. Ja, nur Müll hinterlassen, den ganzen Müll und Dreck hinterlassen. Die andere Wohnung, die stand auch die Tür auf vorne offen, auch den ganzen Müll hinterlassen. Ja, und dann sind die einfach abgehauen.
Klar, die brauchen doch irgendwie, brauchen noch Geld für unterwegs, brauchen die noch Geld. Und dann verschrotten sie das Edelstahl von den Türgriffen und alles. Irgendwie muss man ja Geld haben. Die kennen auch keine Kündigungen und sowas. Das brauchen die nicht. Die Kündigung ist einfach weggehen. Das ist rumänische Kündigung, einfach weggehen. Nach dem Erlebnis mit den ausgeweideten Wohnungen braut sich in Norbert etwas zusammen. Ein aufsteigender Groll. Gedämpft wird er vorerst noch von der ein oder anderen fröhlichen Hakelei. Hallo. 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 Hör mal, Kollege, du musst Deutsch lernen. Wir bringen dir Deutsch bei, okay? Deutsch. Deutsch sprechen. Deutsch. Hä? Du, wir bringen Deutsch bei. Deutsch? Ja. Ja. Ich bring Deutsch bei, okay? Wir sprechen Deutsch immer. Du lern. Du lern, ja. Einen Monat später teilt mir Norbert mit, dass er der Partei Alternative für Deutschland beigetreten ist. Ich kam eigentlich dazu, zu der AfD zu gehen, weil ich hier mitgekriegt habe über längere Zeit, alle Leute machen sich Gedanken darüber, was passiert jetzt mit Deutschland, weil hier kommen so viele Menschen rein und keiner hat mehr Überblick und keiner weiß mehr genau Bescheid, wie geht das jetzt hier weiter. Die Situation da in dem Haus ist jetzt da so, was normalerweise andere Leute einfach die nur hören irgendwo, die hören das noch, was so abläuft in Deutschland. Ich habe das live jeden Tag. Ein gebetsmühlenartiger Monolog bei 26 Grad und wolkenlosem Himmel. Vor dem Eingang des Hauses erhebt sich in einer kleinen Gruppe eine Stimme. Es ist die Stimme des Kurden Hassan, ein Jeside aus dem Nordirak, der seinem Gott und Deutschland für seine Rettung dankt. Im Haus gilt er als freundlich und leicht verrückt. Keiner versteht ihn, weder seine Worte noch seinen Auftritt. Was hinter seinem Redefluss steckt, sind tiefe Wunden. Kollege, jetzt halt mal auf Deutsch um, was du jetzt gesagt hast. M-M-I-L K Kaz Katze Jat 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 Jaguar. Eine halbe Stunde später bin ich in Hassans Wohnung. Wie Beduinen in einem Zelt sitzen wir auf dem Boden, der ausgelegt ist mit einem Flickenteppich aus alten Jeans und Hemden. Ansonsten nur ein Fernseher, ein Sofa, ein Hocker und bildlose Wände. Zunächst führt mir Hassan ein Lernprogramm vor. Auf seinem Smartphone ruft er farbenfroh gemalte deutsche Buchstaben auf, aus denen beim nächsten Klick Worte gebildet werden. Zu jedem Wort ein entsprechendes Bild, wobei Namen von Tieren in der Überzahl sind. Die Delfin. Delfin. Zero. Chamäleon. Ich war Soldat in der irakischen Armee. Als wir in Mosul angegriffen wurden, haben wir 3 Tage Widerstand geleistet. Dann wurden wir bombardiert und so ist Mosul gefallen. Ich habe dann mit eigenen Augen gesehen, wie vom IS auf der Straße Menschen umgebracht wurden. Um uns zu retten, haben wir uns Zivilkleidung angezogen und ich bin barfuß geflohen. Ich habe dann an einem Haus an die Tür einer kurdischen Familie geklopft und um Hilfe gebeten. Ich sagte, retten Sie mich, worauf sie mich nach Bersheka brachten, von wo aus ich weiter fliehen konnte. Das Schlimmste, was ich in meinem Leben je gesehen habe, ereignete sich im Sinjar-Gebirge. Wenn es heiß ist, gibt es dort nichts zu essen und zu trinken. Die Kinder sind verdurstet und man musste ihnen mit bloßen Händen Gräber buddeln. Die Berge dort sind ja sehr hoch. 2000 Kinder sind da vielleicht verdurstet. Das sind ja nicht wenig, 2000 Kinder. Die Hälfte Kartoffeln daneben geschmissen. Ja, ja. 2, 3 Stück. 3 Stockwerke tiefer. Bratkartoffelzeit bei Gerda. Norbert sitzt im Blaumann mit seiner Frau Susanne am gedeckten Tisch. Gerdas Bestseller sind Bratkartoffeln, die sie jeden Mittwoch in der Pfanne brutzelt. Was suchst
Es ist ihre Tauschwährung für Abwechslung und Geselligkeit. Bis zu ihrer Rente war Gerda Altenpflegerin. Dann starb ihr Mann und sie erlitt einen Schlaganfall, was ihr das Sprechen erschwert. Manchmal bin ich immer alleine. Das ist nicht so schön. Die ersten 2 Jahre, nachdem Gerd gestorben war, war kein Stress. Aber jetzt passt das auch, weil ich immer alleine bin. Nimm dir Bratkartoffeln. Mhm. Können wir anfangen. Guten Appetit für euch. Ja, wir fangen schon an. Ja, sonst ist das ganz kalt. Ich hab den besten Job der Welt hier. Ich werde hier überall beköstigt immer. Parallele Welten, Wand an Wand. Die Laubengänge in den einzelnen Etagen bilden Brücken, die gelegentlich zusammenführen. Die Bewohner Chris, Harry und Frank. Ich persönlich wohne hier unheimlich gerne. Wir kennen uns alle schon fast 10 Jahre und das macht Spaß. Ich wohne hier gerne. Ich könnte jetzt zum Beispiel rübergehen, ich kriege Essen, alles, was ich haben möchte, würde ich von denen kriegen. Kein Problem, das sind Menschen wie du und ich. Wenn es Türken sind oder Muslime oder andersrum gesehen, Bulgaren oder... Man ist halt nicht alleine hier im Haus auch, ne? Wenn man jetzt irgendwo anders wohnen würde, man hat nichts, dann hat man nichts, dann wohnt man da auch alleine, ne? Wenn man so tätowiert ist oder so, dann brauchst du beim Nachbarn nicht klopfen gehen, ne? Und hier, wenn die sehen, dass du Hilfe brauchst, dann kommen die eigentlich schon. Oder man sieht mal, oh, 3 Tage hat er die Tür nicht aufgemacht. Schon muss man mal klopfen gehen, ne? Mal gucken, ob er noch lebt, ne? Muss man ja bei ein paar hier machen. So. Die Bewohner Elvis, Adi, seine Freundin Venja und Hassan, der von Festen schwärmt, die er bisher noch gar nicht erlebt hat. Ich denke so bei mir. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich das Gefühl, neu geboren zu sein. Ich war sehr krank, als ich ankam. Jetzt sehe ich hier Partys und fühle mich wohl. Selbst wenn ich hier sterben sollte, will ich nicht im Irak begraben werden, sondern in Deutschland. Nach 3-4 Jahren hoffe ich, dass es mir gut geht und dass ich Arbeit habe. Mit der Arbeit habe ich dann Geld und zumindest meine Kinder haben dann alles. Ich erwarte, innerhalb von 3 Monaten Deutsch zu können, denn ich verstehe bereits 90% von dem, was mit mir gesprochen wird. Problematisch sind noch die Antworten. Da fehlt mir noch Grammatik. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem 3-jährigen Aufenthaltstitel, dass es seinen Gang geht, weil wir viele Perspektiven für Adi halt haben. A, das Deutschlernen in dem Integrationskurs, B, im Oktober dann das duale Studium, was wir dann hoffen, dass das dann auch klappt. Und dann hoffe ich halt, dass er zu mir nach Erkrath ziehen kann, dass wir uns da, sag mal, eine Zukunft aufbauen können, dass ich mein Studium fertig machen kann, dass er sein Studium fertig machen kann, dass wir Geld zur Seite legen können und dann heiraten können, Kinder kriegen können. Also das, was sich dann ein junges Paar einfach auch normal vorstellt. Zu meinem letzten Besuch eine kleine Party in der Wohnung des ehemaligen Gerüstbauers Harry. In einer Wolke aus Zigarettenqualm Heinz, Harry, Mattes und Norbert. Dann noch Klaus mit seiner Lebensgefährtin. Klaus war der Vorgänger von Norbert, bis er ihm die Hausmeisterstelle vor 17 Jahren übergab. Seine besondere Qualifikation ist der klassische Gesang. Karaoke auf 16 Quadratmetern. Während Klaus vor uns stehend, mit hingebungsvollen Gesten seinen Gesang begleitet, versinken draußen die Laubengänge und der Parkplatz in der Schwärze der Nacht. Lichter gehen an, Stille tritt ein. Harry, der gerne den Raubeinigen gibt, reibt sich neben mir heftig die Augen, als würde er einen Juckreiz bekämpfen. Aber ich weiß, dass er weint. Der Gesang haut ihn einfach um. Norbert,
der neben Heinz auf dem Sofa sitzt, ist inzwischen von der AfD enttäuscht. Ich denke, ja, das passt. Mit seiner versöhnlichen Grundhaltung, mit seiner Offenheit und Neugier liegt er da einfach quer. Andererseits, wer weiß. Ich habe festgestellt, dass da einige Leute dabei sind, die wirklich nur versuchen, da irgendwie in irgendwelche Posten da in den Landtag zu kriegen und gehen da über Leichen, um einfach nur ihren Job da zu kriegen. Ist egal, wie sie das machen. Also darauf bin ich dann ein bisschen so negativ jetzt eingestellt. Da sind auch einige Leute jetzt zurückgetreten, weil sie das nicht gut finden, was da so abläuft. Und ich als Delegierter da so, mich haben sie dann auch da abserviert, weil ich da, mich dazu irgendwas geäußert habe. Und also ich bin dabei getreten und denke mal, man könnte da irgendwas ändern in Deutschland. Aber so wie das jetzt aussieht im Moment, ob man überhaupt was ändern kann, glaube ich nicht. Das sehe ich da ein bisschen schwarz jetzt im Moment. Eher noch schlimmer, dass das jetzt noch schlimmer wird. Ich glaube auch nicht, dass die AfD dann aber retten kann. Dankeschön. Hey, wow. Scheiße, was hieß bei mir? Nein, er hat ausgemacht, damit man nicht aber. Ja, so ist das. Ja, hier. Machen die denn das? Sieht aus, als wären die gerade eingezogen oder was? Nein, die sind schon lange. Da lassen die Tür auf. Ist das? Ich kenne die lange. Die machen die Tür auf. Die haben Musik mit mir. Ja, auch mal die ganze Stadt die Tür auf. Ich auch. Jede Sprache, jeder Mensch läuft alles über Musik. Musik kann, kommt jeder drauf klar. Neun Stockwerke Neues Deutschland. Ein Hochhaus in Gladbeck. Ein Feature von Reinhard Schneider. Es sprachen Moritz Heidelbach, Daniel Berger, Martin Bross, Edda Fischer, Luis Friedemann Thiele und als Erzähler Ulrich Nöten. Im Originalton Chris, Elvis, Franka, Frank, Harry, Hassan, Heinz, Mattes, Norbert, Adi, Tobi, Venja und viele andere. Technische Realisation Barbara Göbel und Jürgen Glosemeier. Regieassistenz Sophie Garke. Regie Reinhard Schneider. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2017.